right here, just now, exactly in this place. So often we consciously choose the right place at the right time. Why not regarding our visions and plans as well? What if your desired location for your construction project does not remain just a wish? With our new innovative system, we realize your idea from the ideal point of view for your project. Building efficiently, sustainably, and future-oriented. Because the right place counts for a sustainable future. BAUER Maschinen. Das sind die Herausforderungen der modernen Bauindustrie. Das Bauwerk muss genau dorthin, wo es hingehört, selbst in beengtesten Verhältnissen. Eine Aufgabe, der wir uns als Hersteller von Spezialtiefbaumaschinen gestellt haben und der wir mit unserer Weltneuheit, dem BAUER Cube System, begegnen. Diese Weltneuheit werden wir Ihnen heute im BAUER Studio vorstellen. Heute bei mir sind Rüdiger Kaub, der Vorsitzende der Geschäftsführung der BAUER Maschinen GmbH, Franz-Werner Gerressen, der Leiter unserer Verfahrensentwicklung und meine Wenigkeit, Christian Gress. Herzlich willkommen im BAUER Studio. Ja, Rudi, du warst ja von Anfang an der Entwicklung dieser Neuheit, dem BAUER Cube System, beteiligt. Erzähl uns einfach mal ein bisschen was darüber. Vielleicht fange ich bei der Idee an. Wir haben ja wirklich mit dieser Idee angefangen, als wir die Zusammenarbeit mit der Firma Denys aus Belgien gestartet haben. Also gemeinsam haben wir im Prinzip die Bedürfnisse gesehen, die wir in den Großstädten heutzutage haben, und dass es immer erforderlich macht, dass riesige Baustellen in Großstädten eröffnet werden mit sehr viel Lärm, mit sehr viel Staub und natürlich Verkehrsbehinderungen und eigentlich das, was man bauen will, findet im Untergrund statt. Und man macht das ja über Jahre. Und da ist die Idee geboren, dass man eigentlich ein System braucht, was im Prinzip unsichtbar wird, was aus einem Mikrotunnel heraus operieren kann und dann Hohlräume schaffen kann unter der Stadt, unter der Bebauung, um das dann zu nutzen für eine U-Bahn, für einen U-Bahnhof oder auch für einen Wasserspeicher, wie es jetzt in China notwendig ist, oder für Batterie- und Energiespeicher, also für wirklich zahlreiche Möglichkeiten. Und da ist diese Idee geboren und das Cube-System entstanden. Super, ich glaube, dazu gibt es auch einen kleinen Film, ja, den wir uns vielleicht anschauen sollten, ja, um das besser zu verstehen. Ja. We are getting bigger. We are getting faster. We want to go further. Our world is modern and digital. Our future is sustainable. However, does growing mean more noise? Does progress mean that the old has to give way to the new? We at BAUER Maschinen develop innovative solutions for urban planning in order to intervene as little as possible in the existing infrastructure. With our world-first BAUER Cube System, a cooperation between construction specialist Denys and equipment specialist BAUER Maschinen, we are able to build exactly where it makes sense, appropriately and precisely. The BAUER Cube System enables the construction of underground railway stations or logistics centers beneath existing buildings, as well as the underground rehabilitation of dams. With our many years of experience and expertise, we break new ground and contribute to a better quality of life in cities. Make history with your next building project with our new BAUER Cube System. BAUER, Passion for Progress. Ja, ich denke, das erklärt sehr schön, was hier passiert, was der Grundgedanke dieser neuen Gerätschaft ist Und Franz-Werner, aus deiner Sicht, dein Beitrag war natürlich bei der Entwicklung deine jahrzehntelange Erfahrung im Spezialtiefbau. Wie siehst du denn diese Neuheit, diese neue Entwicklung? Ja, ich meine, wir haben es ja im Video ganz gut gesehen. Das Besondere ist ja hier, dass wir eine Aneinanderreihung von Containern haben, wo wir alle relevanten Komponenten mit verbaut haben. Also das ist ein ganz neues, innovatives Design für dieses Cube-System. Aber man muss immer noch sagen, es ist nach wie vor eine Bauer-Schlitzwandfräse. Das heißt, es sind unsere bekannten Komponenten mit jahrelanger Erfahrung nur anders zusammengesteckt. Mhm. Und wenn man sich dieses Design anschaut und gerade das Thema Container, das ist einfach so ein Stück weit eins dieser Keywörter, um das zu beschreiben. Es passt alles in diese Container. Da haben wir den Vorteil, dass wir das leicht transportieren können. Wir haben entsprechend wenig Platzbedarf. Insgesamt haben wir gerade mal 2,90 Meter Höhe von diesen Containern. Das ermöglicht natürlich Arbeiten unter beschränkten Höhen. Das haben wir sich vorher noch gar nicht vorstellen können. Also das eröffnet ganz neue Möglichkeiten. Und wenn man natürlich sich mal das Detail anschaut, der Fräse, das muss man natürlich mal genauer anschauen. Man hat im Video gesehen, das ist aus zwei Komponenten zusammengesetzt. Das ist also auseinander und dann wieder zusammengesetzt. Über dem Schlitz wird es montiert. Selbst dann haben wir erst einen Fräsrahmen mit einer Länge von 3,60 Meter. Und um dann natürlich entsprechend vertikale Wände herstellen zu können, bei diesem Rahmen mit 3,60 Meter ist dieser Rahmen entsprechend mit Steuerklappen ausgestattet. Ja super, ich denke, wir haben jetzt schon verstanden, wie das ganze System aufgebaut ist. Das ist auch ziemlich klar. Bestehende Komponenten so konfiguriert, dass sie in neuen Verhältnissen super arbeiten können. Das sind natürlich die offensichtlichen Vorteile. Was darüber hinaus gibt es natürlich noch was weiteres. Ich denke, Rudi, da kann man noch viel mehr dazu sagen. Ja, das ist gespickt mit Neuheiten. Also, ich bin total begeistert. Nehmen wir mal Sicherheit, HSE. Ja? Das System ist wirklich so designt, dass es in Zukunft auch total mannlos betrieben werden kann. Also wir gehen auch mit diesem System wieder einen enormen Schritt Richtung Autonomie, Richtung vollständige Automatisierung. Und das sind Aspekte, die wir halt auch in vielen anderen in vielen anderen Stellen unseres Produktportfolios auch wiederfinden. Aber hier haben wir es wirklich nochmal ein Level weiterentwickelt. Und das ist, auch wenn wir wirklich gerade im Punkto Nachhaltigkeit, was ja in aller Munde ist, mit diesem System, mit dem BAUER Cube System, sind wir, wie ich eben eingangs erwähnte, unsichtbar. Wir werden nicht gehört, wir produzieren keinen Staub, keinen Lärm, wir sind voll automatisch unterwegs, wir riskieren auch nicht die Sicherheit von Bedienern und Fachpersonal. Also es sind also wirklich eine ganze Latte von Vorteilen, die mit diesem System einhergehen. Da kommen wir natürlich von den großen Vorteilen, die liegen auf der Hand. Wenn es darum geht, diese Gebäude zu erstellen, da kommen wir auch wieder zu den ganz praktischen Dingen, die auf der Baustelle passieren, wenn es um so Dinge wie, ja, ich gebe einfach mal an dich weiter, Franz-Werner. Rudi hat schon ein paar Stichworte genannt, die man eigentlich aus der Perspektive der Baustelle nochmal weiter ausführen sollte. Ich meine, wir haben natürlich dadurch, dass wir dieses kleine System haben, deutlich weniger Platzbedarf. Das heißt, dieser ganze Einfluss in innerstädtische Bebauung und der ganze Eingriff, der dort stattfindet, ist natürlich deutlich reduzierter. Das heißt, man schont die Ressourcen, man schont die Nachbarschaft, man spart sich auch noch Transportkosten. Das ist auch noch vielleicht ein nettes Feature, worüber man sich freut, wenn man auch noch Geld spart. Also das heißt, da gibt es schon sehr, sehr viele Möglichkeiten, die dort hier als Vorteile zu nennen sind. Jetzt wart ihr natürlich, jetzt im Speziellen mit ihr meine ich du und deine Truppe der Verfahrensingenieure, ganz stark auch an der Entwicklung beteiligt, wie man diese Technologie einsetzt. Und ihr habt euch da auch ein Virtual Reality Tool entwickelt. Und ach, ja, war doch was. Ja, da war doch was. Ja, ganz genau. Weil es halt eben auch wirklich kompliziert ist, oder nicht kompliziert, es ist aber schwierig, sich vorzustellen, haben wir auch ein Virtual Reality Tool halt eben eine Applikation entwickelt, die ich jetzt mal hier starten kann und dann können wir sie uns gleich anschauen. müsste jetzt loslaufen. Liebe Zuschauer, ich bin überzeugt, mit diesem System werden wir einen Unterschied machen. Das System macht den Unterschied für die Projekte der Zukunft. Wir können Ihnen dieses System auch jetzt schon live präsentieren. Am 14.06. startet unsere diesjährige Hausausstellung. Die Hausausstellung 2021 unter dem Motto Bau erleben wird für die nächsten Wochen, nächsten Monate bis in den Herbst rein laufen. Dort können wir Ihnen dieses System live und in Operation zeigen. Kontaktieren Sie uns bereits jetzt für Ihre individuelle Reservierung. Sie sind wie immer herzlich willkommen in Schrobenhausen bei der BAUER Maschinen GmbH. Ja, bleibt mir nur noch vielen Dank zu sagen. Vielen Dank, Rudi. Vielen Dank, Franz-Werner. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir verabschieden uns mit ein paar Bildern bei Ihnen. Alles Gute und bis zum nächsten Mal im BAUER Studio. Noise is everywhere in nature. In our everyday lives, on construction sites. But there is a point when it becomes too much, when a noise becomes noise, when it annoys and stresses you. Noisy construction sites? No thanks. No more preventable noise. We create innovations with our systematic low-noise approach. BAUER Cube System.